Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, meine sehr geehrten Damen und Herren! Es gibt Punkte, die sind so offen, dass es wenig Sinn macht, als Minister vorneweg zu sprechen und Ihnen Texte, die Sie schon kennen, erneut vorzutragen. Irrtum. Es ist die Abarbeitung der Unterrichtung. Unterrichtet haben wir hier, glaube ich, vor 16 oder 18 Wochen. Ich habe eingeführt mit vielen Hinweisen, die heute auch wiederholt worden sind und die ich deshalb nicht wiederhole, Herr Ritter. Ich freue mich immer, wenn Sie engagiert an verkehrspolitischen Themen teilnehmen. Ich danke insbesondere Herrn Reuken, der auch sehr gewürdigt hat, dass die Kolleginnen und Kollegen einen längeren Entwicklungsprozess gemeinsam vorgenommen haben, dass es in Werkstattgesprächen gemeinsam entwickelt worden ist. Da steckt eine große Gemeinschaftsleistung von vielen ehrenamtlich und hauptamtlich Beteiligten hinter. Von daher ist es am Ende auch ein großer gemeinsamer Prozess gewesen. Ich möchte mich darüber hinaus beim Energieausschuss bedanken. Auch der hat ja ganz erheblich Kraft investiert. Das ist ja nicht mit einer Sitzung und einmal kurz behandeln abgehandelt worden, sondern hat ganz bewusst Päckchen rausgemacht und hat die geschnürten Päckchen auch zum Teil mit externem Sachverstand sich Stück für Stück erschlossen. Soweit Sie auf den Radverkehrspunkte, darauf hat sich ja heute ein Stück weit kapriziert, abstellen, wollen wir uns dem gerne nähern. Wir tun das und der Energieausschuss wiederum weiß das, weil wir dort intensiver beraten haben, in Werkstattgesprächen zum Radverkehr. Es wird ein drittes Werkstattgespräch in diesem Herbst stattfinden, wo wir auch schon signalisiert haben, dass die Beteiligten aus den Landkreisen, des ADFC, des Tourismusverbandes, genau an solch einem Zielnetz Radverkehr, wie es hier angesprochen ist, Interesse haben. Soweit Sie finanzpolitische Punkte aufrufen als Energieausschuss, freue ich mich darüber, würde aber mir erlauben, einen kurzen Hinweis zu geben. Die Hauptentscheidungsträgerschaft für den Haushalt liegt dann weniger an der Landesregierung als vielmehr am Ende in diesem Hohen Hause. Wir bemühen uns gerne in Haushaltsverhandlungen, die Punkte aufzugreifen, aber am Ende werden genau Sie hier im Dezember vermutlich diesen Sack zuschnüren. Und jede Hilfe, die das Haus bekommt, darüber freuen wir uns. Sie ist für mich allerdings ein Danahe-Geschenk immer dann, wenn sie dazu führt, dass bei der einen Sache bei uns im Hause weniger gemacht werden kann, damit etwas anderes ermöglicht wird. Von daher freue ich mich auf die Gesamthaushaltsverhandlungen. Unsererseits haben wir uns bemüht, die angesprochenen Punkte zu berücksichtigen. Und wenn am Ende dieses Hohe Haus uns an die Hand gibt, wir sollen es intensiver berücksichtigen, wäre ich in der Ministerfunktion nicht derjenige, der sich wehrt. Meine Damen und Herren, soweit der ÖPNV-Landesplan angesprochen ist, genau der enthält oder dieser integrierte Landesverkehrsplan enthält ein formales Instrument, nämlich den ÖPNV-Landesplan, den wir früher einmal als gesondertes Papier gefertigt haben, der jetzt da drin steckt und da zum Teil konkretere Hinweise enthält, an welchen Zeitpunkten wir im Schienenpersonennahverkehr welche Verkehre und welche Vertaktungen anstreben, damit wiederum, das ist die Idee dahinter, die Landkreise bei ihren kreiseigenen Nahverkehrsplänen sich auf diese Zukunft einstellen können. Ich glaube, dass eine der großen Herausforderungen, und die werden wir als Ministerium nicht alleine wuppen können, sondern werden wir den Ausschuss und ich glaube auch diesen Landtag am Ende an unserer Seite benötigen, einer der Punkte ist, wo Sie sagen, da hätten wir es gern konkreter gehabt, nämlich die Frage, mit welcher Intensität und welcher Qualität, also Quantität und Qualität von Straßenverbindungen im ländlichen Raum wir Gemeinden anschließen. Und wer den Plan mal angeschaut hat, weiß, dass die Kolleginnen und Kollegen sich sogar die Mühe gemacht haben, einzelne Satellitenbilder zu verwenden, wo man mal sieht, dass manche Gemeinde neben einer Bundesstraße, einer Landesstraße, einer Kreisstraße und zwei Gemeindestraßen hat, die auf sie zuführen. Und wenn das relativ kleine Gemeinden sind, dann wissen wir, dass die Unterhaltung dieser Gemeindestraßen regelmäßig mit einer Breite von zwei Fahrzeugen, die sich begegnen können, ganz erheblichen Aufwand auslöst. Und wenn parallel aber höherrangige Straßen die gleiche Funktion erfüllen, wird man sich mal in die Augen gucken müssen, wie man eigentlich mit diesen verschiedenen Straßen umgeht. Sie werden von mir kein Plädoyer dazu hören, Straßen zu schließen, weil im Regelfall auch an den Gemeindestraßen ein, zwei, drei Anlieger sind oder ein landwirtschaftlicher Betrieb von dort aus seinen Betrieb erschließt. Aber mal zu überlegen, ob man sich nicht unterschiedliche Breiten traut, ob man nicht ganz genau sagt, das Müllfahrzeug, das Umzugsfahrzeug, der große LKW, der kann dann auch die übergeordneten Netze, die Landesstraße und die Kreisstraße nutzen, wenn sie darauf zufahren, selbst wenn das am Ende 2 Kilometer Umweg bedeutet. Aber wir schaffen es dadurch, für die Gemeinden möglicherweise von den parallel geführten Gemeindestraßen andere Ausbaustandards zugrunde zu legen. Dann könnte das insgesamt volkswirtschaftlich auch sinnvoll sein. So einen Prozess wird man, wenn man ehrlich ist, nur gemeinsam lostreten können. Und im Übrigen auch nur in der jeweiligen Region, weil Sie nicht vom grünen Tisch aus Schwerin sagen können, aber die Straße ist überflüssig. Da werden Sie gute Gründe hören vor Ort, warum nicht. Und manchmal werden Sie Straßen nicht sehen, wo vor Ort aber gesagt wird, so ist es. Ich habe noch keinen wirklich guten Vorschlag, wie man da in ein Prozedere hineinkommt. Ich höre da im Übrigen gerne zu. Ich glaube, dass wir da einen gemeinsamen Prozess brauchen, weil am Ende es völlig wurscht ist,
ob das gemeindliche Steuergeld ist, was über den Haushalt eingesetzt wird, oder Landessteuer oder Steuergeld, das das Land über seinen Haushalt ausgibt. Am Ende bleibt diese Fülle von Straßen, die da zum Teil parallel finanziert werden und alle unterfinanziert sind, wenn Sie in die Zustände reingucken, bleibt es am Ende immer das gleiche Steuergeld, nur auf verschiedenen Ebenen ausgegeben. Von daher glaube ich, dass wir da eine gemeinsame Verantwortung haben, wo wir auch einen gemeinsamen Weg noch gehen können. Soweit Sie, Herr Reuken, angesprochen haben, den landesweiten Verkehrsverbund, würde ich um Nachsicht bitten, weil wir es morgen diskutieren. Das, glaube ich, keinen Sinn macht, die Diskussion jetzt parallel aufzurufen, sondern das, was ich dazu an Punkten habe, würde ich gerne morgen aufrufen. Nicht, weil ich Sie hier despektierlich behandeln möchte, weil ich glaube, dass die Doppeldiskussion uns wenig hilft. Und wenn Sie sich schon bewusst rausfokussiert haben, macht es Sinn, das morgen zu tun. Das gilt im Übrigen auch für einige andere Punkte. Wir haben ja in den letzten Wochen und Monaten durchaus auch andere Anträge gehabt, die spezifischer auf einzelne Felder Bezug genommen haben. Sie werden morgen noch einmal Bahnlinien aufrufen zu reaktivieren. Das sind alles Dinge, die man natürlich im Rahmen des ILVP aufrufen könnte. Ich glaube aber, dass es die Effizienz von Debatten sinnvoll macht, zu sagen, dann streiten oder debattieren oder ringen wir da morgen drüber. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Minister.